Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3 Reforged. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1, habe mich für meine Main Race Human entschieden. Und mein Gegner spielt Random. Ja, auf der Map Trainer Stand, die werde ich wahrscheinlich in den weiteren Rankeds rausvoten. Eventuell, ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber es ist halt für einen Human doch sehr schwer hier zu expandieren. Relativ kleine Map. Also mit anderen Klassen spiele ich hier sehr gerne, aber als Human eher ungerne. Na gut, aber wie dem auch sei, mal gucken, was der Gegner ist. Bereit zur Arbeit. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Gut, und versuchen schön schnell zu creepen. Das hat hier oberste Priorität. Bereit zur Arbeit. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Und First Hero, selbstverständlich wieder der Archmage. Bereit zur Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Mehr Arbeit? Ich gehe rein zur Arbeit. Jojojo. Was? Na gut. Einsatz bereit. Ja, die Ork-Quali und die Undead-Quali habe ich mittlerweile auch beendet. Werde ich selbstverständlich beides als Premiere dann hochladen. Fehlen jetzt also nur noch die Nachtelfen. Ja, und wie es lief, da spoilere ich jetzt mal 0,0 nichts. Das werdet ihr dann sehen. Also spoilern kann ich. Ne, ich habe doch eben 0,0 nichts gesagt. Ne, ein bisschen spoiler ich. Also ich habe weder alle Spiele gewonnen noch verloren. So viel sei schon mal gesagt, also die Premiere wird auf jeden Fall wieder spannend. Ja, und es waren auch ein paar schöne Spiele dabei. Waren richtig gute Gegner dabei, waren aber auch welche, die nicht ganz so toll waren. Und ja, es waren jeweils wieder mehr wie 5 Quali-Games, was ich da jeweils spielen musste. Wurden wieder einige nicht gewertet. Aber gut, sei es drum. Spannender für euch als Zuschauer allemal. Und das ist ja auf jeden Fall die Hauptsache. Ja, und nicht wundern, dass ich so lange... Naja, was heißt so lange? In letzter Zeit ein bisschen weniger mal wieder hochgeladen habe. Erstens viel auf Arbeit zu tun. Und zweitens... Ja, ich habe ja angekündigt, dass ich demnächst ein anderes Spiel noch durchspielen werde. Und ja, damit habe ich jetzt auch begonnen. Was ist? Und ja, das wird es dann demnächst auch zu sehen geben. Da haben wir einen Archer, einen einsamen Archer. Was will der? Der Gegner hat hier gekriegt. Angeschlagenen. Okay, den habe ich gekriegt. Footy schicke ich erstmal schnell zurück. Da haben wir noch einen Wisp. Jetzt mal den Shop bauen. Ah, hier war er gerade am Creepen, da wollte er mich mit dem Archer ablenken. Wie es aussieht. War allerdings eher semi-erfolgreich, würde ich behaupten. Da kommt der Demon Hunter. Na, lauf! Was war das denn hier? Leck kann es doch eigentlich nicht sein. Hab doch einen recht guten Ping. Verdammte Axt. Wenn er gleich gemoved wäre, hätte er den nicht gekriegt. Also ja, solche Sachen ärgern mich immer extrem. Ja, mein Lord. Weil da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das kein Fail meinerseits war. Sondern wirklich dieser komische Lag. Perfekt. Also meiner Meinung nach war es auf jeden Fall ein Lag. Kann auch sein, dass ich über irgendwas übersehen habe. Gut, sei es drum. Jetzt gehe ich erstmal oben rum. Richtig. Arbeit gucken, ob er vorhat zu expandieren. Was ist das diesmal? Nein, freigecreept hat er noch nicht.
Und man sieht halt auch kein Baum des Lebens. Vielleicht kann ich das nächste Water-Element beschwören. Benötigt immer 125 Mana. Kann man sich halt sehr schön merken. Was ist? Ich kann hier nicht richtig. Bauen wir hier nochmal einen Hof. Dann werde ich mir dann einige Söldner im Notfall holen. Und Stufe 3. Und alle Item-Slots voll. Machen wir erst nochmal da den einen grünen Creep. Ich möchte eigentlich keins der Items hier aufgeben. Der grüne Creep hier droppt nämlich nur ein Foliant, keine Item. Was ist das diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, mein Lord. Jetzt ein arkanes Sanktum, damit ich dann gleich ein paar Priests beschwören kann. Ich kann es kaum erwarten. Ich würde auch gerne mal wieder Sorcerer spielen, aber irgendwie scheinen die, ja, wie sagt man, in der derzeitigen Meta nicht allzu stark zu sein. Ja, mein Lord. Ihr braucht meine Hilfe? Man sieht es auf jeden Fall so gut wie gar nicht. Das Gemetzel kann beginnen. Bereit zur Arbeit. Nun macht schon. In Ordnung. Forschung abgeschlossen. Setz dich an. Was? Na gut. Bereit zur Arbeit. Na gut. Nicht mehr was zu tun. Kriegen wir erstmal die Echse frei. Was ist das diesmal? Ihr braucht meine Hilfe? Hm? Aus dem Weg! Hier komme ich! Was ist das diesmal? Was auch immer! Was? Da bin ich mal gespannt! Ah! Kommt ausgerechnet der Demon Hunter vorbei. Krieg ich die Items? Komm, komm, komm! Ohne Schutzes habe ich. Und? Komm, blocken, blocken. Nein, nicht da aufmachen. Komm, ich habe noch einen Mana-Trank. Zwinge ich ihn auf jeden Fall zum Teleport. Oder? Ja. Gut, Mana-Trank habe ich rausgehauen. Aber das Gute halt, er musste porten. Kostet ihn halt auch 325 Gold. Und ja, mein Lord. Ja, meine Echse ist so gut wie durch. Richtig. Ziel erreicht. Jedenfalls so gut wie. Ich glaube nicht, dass er jetzt direkt wiederkommt. Was ihr wollt. Da bin ich ja mal gespannt. Ei. Nun macht schon. Ich komme mit zu Lotte. Erster Priest ist auch unterwegs. Es ist mehr Gold erforderlich. Was ist denn diesmal? Brillante Intelligenz und ein Wächterschutzzauber. Ihr braucht meine Hilfe? Ich kann es kaum erwarten. Was ist das diesmal? Ich komme um. Ich bin so ein bisschen in der Nähe der Echse bleiben, bis erstmal die Tower stehen. Noch ein Workshop. Nun macht schon. Gebt mir was zu tun. Ihr braucht meine Hilfe. So, armer Futi. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, was fällt ich euch an? Arbeit ist vollbracht. Was ist das diesmal? Den auch noch ausbauen. Und wir haben ein Buch der Toten und Stufe 4 für den Archmage. Während des Wissens bekommt der Mountain King. Ausbau abgeschlossen. Mal gespannt. Ausbau abgeschlossen. Ist ja, seitdem es das Foliant der Erfahrung nicht mehr gibt, das beste Foliant, was man finden kann.
Ja gut, außer dass Foliant da macht, aber das gibt's halt nur aus auf ganz bestimmten Maps. Nun macht schon. Da bin ich ja mal gespannt. Ist meine Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nun macht schon. Geladen und entsichert. Ihr braucht meine Hilfe. Ausbau abgeschlossen. Erstmal den erweiterten Holzabbau. Könnte ich ganz gut einen Goblin-Schredder gebrauchen, würde ich sagen, ne? Ja, mein Lehnsherr, gib mir was zu tun. So, aber da. Da kommt schon der Gegner. So wie Mask. Oh, die krallt sich der Demon Hunter. Alter. Ausgerechnet die so wie Mask und mein Schredder rennt in die Gegner rein. Oh, aber der Demon hat das sehr angeschlagen. Pass mal auf. Zack, da ist er down. Das ist halt ein Demon Hunter, sollte man auch immer ziemlich früh fokussen. Wenn man den alleine agieren lässt, kann das böse enden. So, und das gibt es Todes noch. Da bin ich ja mal gespannt. Gut. Und jetzt, er hat sich zwar noch gut gewehrt, aber hat er so gut wie alles verloren. Ach ne, da oben kann ich. Ach, mein schöner Goblin-Schredder. Was ist das diesmal? Das ärgert mich am meisten da in einem Fight. So wie Mask ist zwar auch ärgerlich. Oh ja, jetzt holt er sich noch einen Priest. Ja, aber der Goblin-Schredder, den hätte ich echt dringend gebraucht. Ich komme um dieses Land zu lösen. Ist auch ziemlich stark angeschlagen jetzt. Nun macht schon. Was auch immer. Jetzt finden wir mal eine Auge. Damit sich die Archer hier nicht mehr unsichtbar machen können. Boah, kam auch nicht mehr weg. Und jetzt kommen einige Bären. Gestaltenwandel hat er schon. Also die Bärenform. Aber ich kann auch schon Knights pumpen und meine Echse läuft halt. Stufe 5. Shadow Priester braucht irgendwie immer ein bisschen sehr lange. War ich eigentlich wieder der Meinung, ich hätte den Cast durch. Aber ist egal. Den Bären kriegen wir auch noch. Aber jetzt muss ich stiften gehen. Forschung der Beschlossen. Was ist denn hier? Warte euren Befehl. Was verlangt ihr von mir? Und der Paladin ist endlich da. Auf euren Befehl. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aisha! Da bin ich ja mal gespannt. Es ist mehr Holz erforderlich. Oh, viel mehr Holz erforderlich. Guckt euch das an. 1400 Gold und nur 70 Holz. Nun macht schon. Wartet, bis ihr mich ja, dafür wollte ich den Goblin-Schredder. Ihr wollt Axt? Ei? Bereit zur Arbeit. Forschung ist abgeschlossen. Erste Knight ist aber auch da. Dazu drei Helden. Mit einem guten Level. Level 5 und 4. Und 1. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Bereit zur Arbeit. Und ich habe ihm da oben wirklich einige Bären gekillt und kommt da schon wieder. Also da können wir jetzt nicht anfangen zu creepen. Was ist das diesmal? Na, oder doch? Ich habe keine Angst. Darf den mal wieder gut machen. Ihr braucht meine Hilfe. Ist jemand verletzt? Errichtet mehr Höfe. Lasst mich der Gefahr trotzen.
Was ist? Ja, ich weiß es immer noch nicht, ob man den Level 5 Helden vom Küken dann fernhalten muss. Weil der ja eigentlich keine Erfahrung mehr durchs Creepen kriegen kann. Ich mach's trotzdem immer. Also ganz sicher bin ich mir da nicht. Wenn ihr das hundertprozentig wisst, dürft dann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und kommt da. Also wir müssen mal porten. Tank lassen wir rollen. Und erstmal wieder Fokus auf den Demon Hunter. Der hat komplett keinen Mana mehr. Ja, und da geht er raus. Also, meine lieben Zuschauer, Runde gewonnen. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.